Ebene. Nach dem Boomerang. Direkt, wirklich direkt eine Wehe bekommen. Im Aufzug. Meine Hebamme lacht schon. Also jetzt nicht, sie lacht richtig aus, aber es war so, ich habe einen Boomerang gemacht. Also ich habe sie natürlich auch gefragt, so, ob ich sie zeigen darf. Und dann auf einmal kam direkt eine Wehe. Es war so, boah. Jetzt mal gucken, was die im Krankenhaus sagen. Also eigentlich bin ich immer so, dass ich mir so denke, vielleicht sind es doch Übungen für ihn, aber sie meint jetzt schon auf gar keinen Fall. Also, das bleibt spannend. Okay, Leute, also es sind Wehen. Ich habe selbst nicht geglaubt. Ich habe jetzt bestimmt 50 Mal nachgefragt. Ja, es sind auf jeden Fall Wehen. Also, ich habe so gefragt, so, kann es sein, dass sie mich nach Hause schicken? Aber meine Hebamme meinte so, nein, du wirst auf jeden Fall mit Baby hier rausgehen. Ja, bin gespannt, wie es wird, aber also in den Wehenpausen ist es echt so, dass man sich so denkt, ey, könnte sonst was machen, wenn dann eine Wehe kommt und wenn die doll ist, ist schon next level. So Leute, also es kann sein, dass gleich, wenn geguckt wird, wie groß der Mutter oder wie weit der offen ist, ne? Dass sie halt nochmal sagen, dass man nochmal rausgehen soll, so zum Beispiel laufen oder so. Alter. Oh, fuck. Das hättest du mal aufnehmen müssen. Ich aufnehmen, okay. Auf jeden Fall, was ich sagen muss. Was ich sagen wollte, ist, dass ich halt gerade jetzt gefragt habe, ob wir dann nochmal ein Ski holen können. Sie so meine Wehen an, sie so. Dein Ernst. Aber ich habe so, also in den Wehenpausen geht's ja, also ist ja wirklich so. Ich habe einen Cheeseburger und Pommes. Aber nee, Pommes nicht, dann muss ich an Max denken, weil er isst immer nur die Pommes von McDonald's. Aber einen Cheeseburger. Okay. Leute, in den Wehenpausen, ich kann einfach nur an Cheeseburger. Bock auf einen Cheeseburger. Und ich war schon so hell. Und es ist halt wirklich so, dass, also ich habe selbst nicht geglaubt, aber man sieht es ja auf dem CTG, ist das jetzt, ne? Mhm. Dass ich halt schon Wehen, also Dollwehen auch habe. Also die sind auch, sie so, also sie sagt, in meinem Stab so schreien manche schon doll. Ja, aber. Keine Ahnung, ich habe trotzdem einfach, ich kann in dieser Wehenpause nur an Cheeseburger denken. Das ist einfach so, ich habe richtig Hunger darauf. Und ich bin so gespannt, wie der Mund gleich ist, also wie weit der offen ist. Und ich hoffe einfach, dass wir nochmal kurz zu McDonald's fahren können. Ich hoffe es wirklich. Leute, so langsam aber sicher vergeht mir das Lachen. Also, ich habe jetzt was gegessen. Die ganze Zeit so krasse Wehen. Also ich glaube auch, dass der Muttermund noch sich jetzt echt krass geöffnet hat. Also wir sind jetzt wieder im Krankenhaus, aber ich bin echt fix und fertig. Ja, Leute, Baby ist nach wie vor nicht da. Meine Lippen sind richtig am Arsch vor lauter Wehen und das ist wirklich sehr anstrengend. Also Respekt an alle Frauen, die Kinder bekommen haben. Das ist wirklich toll. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier gerade schon wieder los ist. Also ich muss schon echt sagen, man unterschätzt die Wehen aufs Krasseste. Also ich hatte die ganze Nacht über jetzt die krassesten Wehen. Ich habe Lachgas bekommen, aber boah, Leute, das sind so Schmerzen. Also ein kleines ist logischerweise auch immer noch nicht da. Meine Schwante, aber ich bin echt am Ende. Okay, und dass ich halt jetzt so normal reden kann, sage ich mal, liegt wirklich daran, dass ich ehrlicherweise eine PDA bekommen habe, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Also ich habe ja die ganze Nacht durch
Wehen gehabt. Und es war so krass. Also ich habe es einfach wirklich nicht mehr ausgehalten. Und ja, ich hatte auch mega Angst davor, aber bin froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Oh, ich muss aufpassen, dass es nicht runterfällt. Und ja, es war eben nochmal so voll der Schockmoment, weil irgendwie die Herztöne abgefallen sind vom Kleinen. Und dann haben die Hebammen direkt die Ärztin gerufen und alles. Und es war so richtig, ich so, hä, was los? So, aber keiner hat geredet und ich finde das immer so das Schlimmste. Und dann ja, meinten die aber halt so, dass das halt manchmal sein kann. Also man muss halt voll drauf achten, aber wenn der Kleine halt in Wehen so zu viel Stress hat, sage ich mal, und dann ja, sind die halt gerade voll krass abgefallen, aber jetzt sind die wieder normal zum Glück. Aber es war halt so, vor allem, weil ich so gefragt habe, so, was ist, und die so, ja, sie muss die Ärztin und so, boah. Na, jetzt bin ich alleine hier im Kreißsaal und versuche irgendwie ein bisschen mal zur Ruhe zu kommen und Kraft zu tanken. Ja. Also man muss echt sagen, manche Leute gehen krass über Leichen. Auf jeden Fall jetzt ist noch, ich habe Fieber bekommen, der Entzündungswert von ist gestiegen, ich musste jetzt Blut abnehmen. Jetzt bekomme ich ein Antibiotikum, weil die Angst haben halt um das Baby. Manche Menschen sind so, schrecken einfach von nichts zurück. Es ist so krass. Ja. Die Herztöne sind halt ein paar Mal abgefallen. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, wie ich so jetzt den Anfang wieder hier machen soll. Ja, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich versuche auf jeden Fall euch wieder jetzt mehr mitzunehmen, aber ich muss halt gucken. Es war einfach alles sehr, 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 sehr krass. Viel die letzten Tage, und ich weiß, dass einige auch sauer sind, dass ich, sage ich mal, so abrupt aufgehört habe zu posten. Bitte euch halt einfach um euer Verständnis. Es war halt eine Situation, mit der, glaube ich, keiner gerechnet hat, dass es zu so vielen Komplikationen kommt, dass der Kleine auf die Intensivstation muss. Und es sind, also, es waren einfach so viele Sachen. Ich werde auf jeden Fall einen Geburtsbericht machen. Was? Mein Schatz. Moment. Also es wird auf jeden Fall einen Geburtsbericht geben, wo ich euch auch dann alles nochmal erzähle, wie, was, wo, damit ich es halt einfach auch nicht die ganze Zeit beantworten muss, weil ich habe das Gefühl, je öfter ich darüber rede, weil natürlich auch Freunde und so gefragt haben, anfangs habe ich auch wirklich gar keinem geantwortet. Ich habe nicht mal meiner Familie geantwortet, weil ich einfach nur für mein Baby da sein wollte. Ja, mein Schatz. Genau, also ich werde einmal halt einen Geburtsbericht aufnehmen und euch dann erzählen, was halt so wie passiert ist. Genau, und dann habe ich ja trotzdem die Geburt für euch geplant, tatsächlich. Hast du Hunger, mein Schatz? Schon wieder? Er trinkt so oft. Okay, ich muss ganz kurz stillen. Moment. Also wie gesagt, es wird ein Geburtsbericht kommen. Ich muss gucken, was, aber auch Sachen der Geburt mit euch auf jeden Fall teilen. Natürlich jetzt, also ich muss ja natürlich Sachen verpixeln. So. Ich habe euch die ganze Schwangerschaft mitgenommen. Ich bin auch nach wie vor voll dankbar und froh, euch zu haben, dass ihr mir eigentlich bis zum Schluss so ja, oder mich geschützt habt, mir so liebe Nachrichten geschrieben habt und so. Und deswegen, ja, genau, ich hoffe nur, dass ihr so ein bisschen versteht, dass jetzt nicht irgendwie direkt voll viel kommen wird, weil ich bin echt fix und fertig.
wir sind jetzt erst zu Hause, ich muss auch trotzdem noch die ganze Zeit gucken, weil das Immunsystem von dem Kleinen halt auch noch nicht gut ist. Ich muss die ganze Zeit Fieber messen. Zum Beispiel vorhin war das wieder bei 37,6 und ich habe wieder voll Panik bekommen. Dachte mir direkt, oh, ins Krankenhaus, aber meine Hebamme meinte, vielleicht ist er zu dick eingepackt, beziehungsweise wir müssen, also was heißt müssen, aber wir kuscheln sehr viel und die Hebammen und Krankenschwestern meinen, das ist voll wichtig, weil er mehr Liebe und Körperwärme braucht als ein, sage ich mal, als andere Babys, weil die Geburt so auch für ihn so schlimm war und so. Genau, und dann meinte sie, vielleicht kann es davon kommen, deswegen, ich messe jetzt gleich nochmal Fieber und dann mal gucken, aber es ist einfach, ja, es ist einfach alles zu viel und ich hoffe, dass sie das irgendwie versteht und respektiert und akzeptiert und nicht irgendwie sauer seid, weil es tut auch manchmal, wenn man dann so Nachrichten sieht und irgendwie ist es auch so krass, weil man kann es niemandem recht machen, wenn man nichts postet, dann kriegt man wirklich schlimme Nachrichten, dass man nichts postet und wird teilweise beleidigt. Und es wird gesagt, ja, du hast die ganze Zeit uns mitgenommen und wie asozial ist das jetzt und bla. Und wenn man was postet, ist es auch falsch. Ich versuche jetzt einfach so einen Mittelweg für mich zu finden und das einfach so zu machen, ne, wie ich kann, wie ich Kraft habe. Aber natürlich steht mein Kind an erster Stelle. Genau. Und Leute, ich sage euch, ich wünschte, ich könnte ihn euch zeigen, weil er einfach so perfekt ist. Ich könnte ihn einfach stundenlang anschauen. Es ist wirklich. Aber ich werde auf jeden Fall sein Gesicht aus der Öffentlichkeit raushalten. Aber er ist echt. Er ist niedlich. Ich denke mir so, wie konnte. Also, ich habe vorher. Also, man denkt sich so, weil man so viel Liebe empfindet, habe ich vorher überhaupt jemals geliebt? Das ist so krass.